Und bevor wir in die Tagesordnung starten, noch ein, zwei Hinweise wieder zur Tagesordnung selbst, da wir nachher im Plenum um circa 15.10 Uhr eine aktuelle Stunde zum Thema Menschenrechtspolitik in der Türkei haben, haben sich die Obleute darauf verständigt, dass wir hier zeitig vorher unterbrechen und für die Dauer der aktuellen Stunde keine Ausschusssitzung halten werden. Wir haben uns aber auch darauf verständigt, dass wir im Anschluss an die aktuelle Stunde noch weiter in der Tagesordnung verfahren werden. Wir werden Ihnen zeitig mitteilen, ob sich noch anlässlich der Fragerunde, die sich vielleicht ein bisschen verzögert, dann hier flexibel reagieren können, nur dass Sie da Bescheid wissen. Wir würden entsprechend, weil das die Obleute auch vereinbart haben in der Runde, auch danke nochmal an Herrn Heinrich, dass Sie eingesprungen sind, dass die aktuelle Kurzunterrichtung zu den Frontex-Debatten und den Pushback-Vorwürfen in der nächsten regulären Sitzung stattfinden wird, in einer normalen Unterrichtung. Dann haben wir heute also nur eine Unterrichtung zu Ägypten und wir würden wieder, so wie wir das häufig tun, die Kenntnisnahmen vorziehen. Findet das so Ihre Zustimmung? Das ist der Fall. Vielen Dank. Dann noch eine Information. Nachdem wir hier von der aktuellen Stunde zurück sind, würde ich alle Kolleginnen und Kollegen bitten, weil dann ja der öffentliche Tagesordnungspunkt beendet ist, in das WebEx-Tool zu wechseln. Wir tagen gerade mit Interactio, aber werden nachher dann den Rest der Ausschusssitzung, die dann nicht mehr öffentlich ist, entsprechend mit ganz klassisch mit unserem WebEx-System vollziehen. Gibt es Fragen zur Tagesordnung? Das sehe ich nicht. Vielen Dank. Dann freue ich mich sehr, wenn ich jetzt den Tagesordnungspunkt 1a aufrufe, dass wir heute aus Anlass des 20-jährigen Bestehens des Deutschen Instituts für Menschenrechte über die Rolle nationaler Menschenrechtsinstitutionen diskutieren können und zu diesem öffentlichen Tagesordnungspunkt die folgenden Gäste begrüßen dürfen, die uns zugeschaltet sind in der Konferenz. Das ist einmal Frau Mijatovic, die Menschenrechtskommissarin des Europarates. Dann Herr O'Flaherty, der Direktor der Agentur der EU für Grundrechte und Frau Dr. Beate Rudolph, die Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Seitens des DIMRE begrüße ich außerdem den stellvertretenden Direktor Michael Windfuhr sowie Dr. Leander Palleit, den Leiter der Monitoringstelle für die Behindertenrechtskonvention und Anna Suhrhoff, die Expertin für Flucht und Asyl. Bevor ich unseren Gästen jeweils für circa 5 Minuten. Wir sind ein bisschen zeitsensitiv, deswegen würde ich Sie bitten, die 5 Minuten auch nicht komplett auszunutzen oder nicht zu überschreiten. Würde ich noch alle weiteren Kolleginnen und Kollegen bitten, ihre Mikrofone auszuschalten und wenn Sie noch mit einem Tablet parallel in der Interactio-Sitzung sind, bitte auch diese entweder über Kopfhörer verfolgen oder eben auch das Mikrofon komplett ausschalten. Frau Mijatovic, Sie haben jetzt das Wort. Ich frage mal, also es war angekündigt auch den Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss, dass Interactio möglicherweise Probleme machen könnte. Vielleicht sehen wir uns jetzt einem solchen Problem gegenüber. Ich frage mal Frau Dr. Windfuhr, Frau Dr. Rudolph, ob Sie uns hören können und eventuell starten wollen würden. Frau Rudolph, wir sehen Sie schon mal, das ist gut. Ich kann uns hören. Ja, wunderbar. Können mich hören? Das mag es im Einzelfall geben, aber. Frau Vorsitzende, ich kann Sie gut hören. Im Test hat es vorhin auch gut geklappt, aber können Sie mich hören? Ich gebe Ihnen ein Zeichen.
Vielleicht versuchen Sie zwischendurch immer mal zu uns zu sprechen. Vielleicht wird es dann besser. Sie haben mich angesprochen, das heißt, ich versuche zwischendurch zu sprechen. Ganz leise, irgendwo dort oben im Turm. Das würde mich natürlich freuen, wenn ich über Ihnen allen schwebte, aber ich melde mich aus dem Homeoffice. Frau Rudolph, auch wenn das Headset natürlich deutlich besser ist zur Nutzung, könnten Sie es gegebenenfalls einmal ohne Headset probieren? Sie sind so leise, dass wir Sie kaum verstehen können. Kurzer Hinweis von der technischen Seite. Ich würde Sie dann einmal oben bitten, unter Device Settings, oben in der Leiste, unter dem mittleren Symbol des Mikrofons, dort drauf zu klicken und dann einmal Ihr integriertes Mikrofon auszuwählen. So, ist es jetzt angepasst? Dürfte ich Sie nochmal bitten, kurz zu sprechen? Ja, das tue ich hiermit. Meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall lauter als eben. Und Frau Mijatovic hebt die Hand. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Vorschlag wäre jetzt, weil wir Frau Dr. Rudolph schon gehört haben und auch sehen, mit Erlaubnis von Frau Mijatovic, dass Frau Rudolph beginnt und ich dann als nächstes Frau Mijatovic das Wort erteile. Frau Mijatovic, jetzt sehen wir Sie und bevor jetzt irgendetwas abbricht, würde ich Sie bitten, wir freuen uns sehr auf Ihr Grußwort. Sie haben das Wort. Danke. Guten Tag. Good afternoon. Can you hear me? Ja, können Sie mich hören? Können Sie mich hören? Meine Damen und Herren, nationale Menschenrechtsinstitutionen sind ein wichtiges Element des internationalen Menschenrechtssystems. Sie arbeiten in der Gesellschaft und helfen sicherzustellen, dass Staaten wirklich bemüht sind und daran arbeiten, ihre menschenrechtlichen Verpflichtungen umzusetzen. Die Entwicklung solcher Institutionen in Europa über die vergangenen paar Jahrzehnte ist wirklich aufsehenerregend gewesen. In den 90er Jahren waren es eine Handvoll Institutionen und inzwischen sind es 30 akkreditierte Institutionen mit A-Status und 9 mit B-Status. Der Europarat, einschließlich meines Büros, hat alle Mitgliedstaaten aktiv dazu ermutigt, eine nationale Menschenrechtsinstitution zu gründen. Wenn solche Institutionen stark und unabhängig sind, dann sind diese nationalen Institutionen eine Säule von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und für die Achtung der Menschenrechte. Sie ziehen die Regierung zur Verantwortung und geben den Stimmlosen und den Opfern eine Stimme. Die Beiträge nationaler Menschenrechtsinstitutionen ist ganz besonders wichtig angesichts des derzeit in Europa zu beobachtenden
angesichts der Verletzung der Menschenrechte, die wir derzeit sehen. Deswegen braucht es diese Institutionen, genauso wie auch Journalisten und die Zivilgesellschaft. All das zusammen ist nötig. Und diese Institutionen haben gemeinsam gute Arbeit geleistet. Es wurden Gesetze hinterfragt, die die Justiz geschwächt hätten. Es wurde das Thema der Notstandsgesetze behandelt, mit denen Terror bekämpft werden soll, die Menschenrechte von LGBT-Personen und Migranten wurden thematisiert und es wurde dazu aufgerufen, dass die Menschenrechte auch im Zentrum der Reaktion auf die Corona-Pandemie stehen, was ja ein sehr wichtiges Thema ist, da stimmen Sie mir sicher zu. Manchmal gibt es Maßnahmen gegen Menschenrechtsinstitutionen aufgrund ihrer Arbeit, zum Beispiel ungerechtfertigte Budgetkürzungen, übermäßige Kritik oder auch Angriffe auf die Unabhängigkeit dieser Institutionen. Und man darf nicht vergessen, dass das Wohlergehen einer nationalen Menschenrechtsinstitution ein guter Indikator für das Funktionieren von Gesundheit und Menschenrechten allgemein in einem Land ist. Ich sage Ihnen das basierend auf meiner Arbeit in vielen Mitgliedstaaten des Europarates und darüber hinaus. Ich habe viele Gespräche geführt mit Kollegen, die in diesen sehr wichtigen Institutionen arbeiten. Als Deutschland vor 20 Jahren das Deutsche Institut für Menschenrechte gegründet hat, war das ein ganz großer Schritt, um sicherzustellen, dass die Bekenntnisse zu den Menschenrechten in Deutschland Teil des täglichen Lebens aller Menschen in Deutschland wurde. Die Institution ist hier wegweisend. Sie genießt die Unterstützung aller großen Parteien in Deutschland und der Zivilgesellschaft und ist auch eine sehr stark unabhängige Institution. Das Institut leistet sehr wichtige Arbeit und wie ich schon häufig betont habe, Deutschland ist nicht immun gegenüber Menschenrechtsproblemen. Und die Arbeit des Instituts ist und wird auch weiterhin von großer Relevanz sein. Das Institut hat eine Schlüsselrolle gespielt in vielen Bereichen. Migration, Bekämpfung von Rassismus und Extremismus oder in jüngerer Vergangenheit auch der Schutz der Menschenrechte in Krisenzeiten. Eine enge Zusammenarbeit mit nationalen und zwischennationalen Menschenrechtsinstitutionen ist ein Kernaspekt meines Mandats als Menschenrechtskommissarin im Europarat. Dann würde ich jetzt als Nächstem das Wort erteilen, Herrn O'Flaherty. Auch Sie haben bis zu 5 Minuten für das Grußwort. Thank you very much. Ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende und werte Ausschussmitglieder, werte Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es ist mir eine große Ehre und Freude, heute hier sein zu dürfen und diesen schönen 20. Jahrestag, Geburtstag des Deutschen Instituts für Menschenrechte begehen zu dürfen. Und wir wollen auch 20 Jahre des wachsenden Verständnisses der Rolle und des Wachstums der nationalen Menschenrechtsinstitutionen feiern. Vor 20 Jahren arbeitete ich für den UN-Hochkommissar für Menschenrechte, der ja beteiligt war bei der Einrichtung und Unterstützung der nationalen Institutionen auf der ganzen Welt. Und vor 20 Jahren gab es schon die Pariser Grundsätze, die waren schon da. Es gab viel Begeisterung und viel guten Willen. Aber um ehrlich zu sein, gab es nur wenige Institutionen auf der Welt. Sie spielten nur eine bescheidene regionale und internationale Rolle und waren auch von der Allgemeinheit und in der Öffentlichkeit wenig bekannt. Wie viel hat sich denn in 20 Jahren verändert? Wir in der Europäischen Grundrechteagentur haben Daten zur Lage der nationalen Menschenrechtsinstitutionen hier in der EU veröffentlicht. Und das geschah erst kürzlich und die Ergebnisse können als sehr ermutigend gelten. Die Zahl von Dunja Mijatovic wurde ja schon genannt und für die EU bedeutet das speziell, dass wir 17 nationale Institutionen haben mit vollem A-UN-Status. Dazu gehört ja natürlich auch das Deutsche Institut für Menschenrechte und 6 mit B-Status. Und wir haben auch eine größere öffentliche Bewusstheit geschaffen zur Rolle dieser Gremien.
Im EU-Durchschnitt haben 68% der Bevölkerung schon von den nationalen Menschenrechtsinstitutionen gehört. In Polen sind wir bei beachtenswerten 93%. Vielleicht sollte man aber zu bedenken geben, dass in Deutschland nur enttäuschende 41% sich dessen bewusst sind. Aber der Enttäuschung nun genug. Wir sollten dem Deutschen Menschenrechtsinstitut Applaus aussprechen, Glückwünsche aussprechen für alle Leistungen. Dunja Mijatović hat ja schon gesagt, dass es eine führende Rolle gespielt hat im Kampf gegen Rassismus, im Einsatz für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, für Kinderrechte. Wir sind dem DMR so vieles schuldig zu diesen Themen und vielen anderen. Und es hat auch eine wichtige Rolle gespielt, dabei die nationalen Institutionen in Europa und auf der Welt nach vorne zu bringen. Sie spielen eine Rolle in den Vereinten Nationen und die Präsenz einer Institution ist einer der Indikatoren für die Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele. Und in der EU, dank ENRI, dem europäischen Netzwerk der nationalen Menschenrechtsinstitutionen, ist die Sichtbarkeit doch schon gut gegeben und eine immer bessere Rolle in der Arbeit der EU wurde festgestellt. Das gilt auch für die Auszahlung von EU-Geldern. Noch ein paar Worte zu der Erfahrung der Corona-Pandemie 2020. Da hat das DIMR auch großartige Arbeit geleistet, hier das Augenmerk auf der Komponente der Menschenrechte und Grundrechte beizubehalten, auch im Angesicht der Krise. Und auch das wird nun fortgeschrieben werden im Zuge der Impfkampagne und der gerechten Impfstoffverteilung. Natürlich bestehen Bedrohungen für die nationalen Menschenrechtsinstitutionen auf der ganzen Welt, werte Abgeordnete, und leider auch vielerorts. Ich beziehe mich hier nicht auf Deutschland, aber es gibt Bedrohungen hinsichtlich ihrer Unabhängigkeit oder ihres begrenzten Mandates und manchmal natürlich nur wenige in Europa wird auch die persönliche Sicherheit und die Gebäudeintegrität bedroht. Aber es gibt noch eine Besorgnis, die weltweit ist und auch für Deutschland von Belang ist, nämlich ein Mangel an Ressourcen, der verzeichnet werden muss. Und das gilt weltweit. Es besteht eine zu geringe Geldmittelausstattung der nationalen Menschenrechtsinstitutionen. Und ich darf ja nun heute den Diskussionen beiwohnen. Und das Budget für die nationale Instanz ist sehr, sehr gering. Und ich möchte die Akteure in Deutschland doch ermutigen, ob nicht das Budget, das man vor 20 Jahren ausgearbeitet hat, vielleicht verändert werden könnte und auf die Herausforderungen anpassen könnte. Dankeschön. Heute treffen wir uns in einem parlamentarischen Kontext, wo wir primäre Vorreiter sein möchten für die Menschenrechte. Und wir diskutieren hier auch über das Deutsche Institut für Menschenrechte als Vorreiter in diesem Sinne. Und das ist eine seltene Gelegenheit, uns die Hand zu reichen, auch wenn es nur virtuell geht, Solidarität an den Tag zu legen, hinzuwirken auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte weltweit, nach der jeder gleich und in Bezug auf die Würde und den Zugang zu Rechten ist. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Professor Rudolph, dann hätten Sie als Nächste das Wort. Und dann starten wir in die Fragerunde. Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Gäste, als der Deutsche Bundestag vor 20 Jahren einstimmig die Schaffung des Deutschen Instituts für Menschenrechte beschloss, da folgte er, wir haben es gehört, den Empfehlungen der Wiener Weltkonferenz für Menschenrechte von 1993. Alle Staaten der Welt sollen eine nationale Menschenrechtsinstitution einrichten. Also eine unabhängige Institution, die nur den Menschenrechten verpflichtet ist und die Menschenrechte im eigenen Land fördern und schützen soll. Den international anerkannten Maßstab für die Ausgestaltung nationaler Menschenrechtsinstitutionen bilden seit 1993 die Pariser Prinzipien. Sie sind auch die Grundlage für die regelmäßige Reakkreditierung von nationalen Menschenrechtsinstitutionen durch die globale Allianz der nationalen Menschenrechtsinstitutionen, GANRI, die dann auch von den Vereinten Nationen anerkannt ist und die Mitwirkungsrechte auf der UN-Ebene verschafft. Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat seit seiner Gründung den A-Status, also den Status der vollen Erfüllung der Pariser Prinzipien. Wir haben es gehört, dass seit 1993 die nationalen Menschenrechtsinstitutionen zu anerkannten Akteuren auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene geworden sind. Und
wir als Deutsches Institut für Menschenrechte haben von Anfang an dazu beigetragen, entsprechend unserem Auftrag durch den Bundestag, aber auch, weil wir glauben, dass es wichtig ist, gemeinsam mit unseren Schwesterinstitutionen das Wissen über Menschenrechte auf die internationale Ebene zu bringen und umgekehrt auch die Entwicklung der internationalen Ebene auf die nationale Ebene zu bringen. Das Institut hat sich vielfältig eingebracht in die Netzwerke, Verantwortung übernommen, zuletzt auch den Vorsitz der Globalen Allianz der nationalen Menschenrechtsinstitutionen. Der Deutsche Bundestag hat sich im Jahr 2000 entschieden, ein Menschenrechtsinstitut einzurichten, also eine Institution, die anwendungsorientierte Forschung betreibt und auf dieser Basis Politik beraten soll. In der Debatte des Deutschen Bundestags im Dezember 2000 sagten die an den Verhandlungen über das Institut beteiligten Abgeordneten übereinstimmend, von Rudolf Bindig über Hermann Gröhe, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, Claudia Roth bis hin zu Carsten Hübner, dass Politikberatung durch das Institut bedeutet, dass sie sich kritisch mit der praktischen Politik auseinandersetzen muss. Und sie unterstrichen, dass für den Erfolg des Instituts die Bereitschaft der Politik entscheidend sein würde, die kritischen Anmerkungen ernst zu nehmen und daraus auch Konsequenzen zu ziehen. Dieses von allen damals im Bundestag vertretenen Fraktionen geteilte Verständnis ist fundamental, denn nationale Menschenrechtsinstitutionen wirken durch ihr Wort. Sie brauchen politische Akteure, insbesondere Parlamente und Regierungen, die sich ernsthaft mit den kritischen Einschätzungen durch die nationale Menschenrechtsinstitution auseinandersetzen. In der Debatte im Jahr 2000 unterstrich die heutige Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Claudia Roth, und ich zitiere: Wer jetzt fragt, ob das demokratische und rechtsstaatliche Deutschland denn überhaupt ein Menschenrechtsinstitut braucht, dem sage ich ja und wie. Zitat Ende. Im Jahr 2000 noch als rhetorische Frage gestellt, ist es heute kein Zweifel mehr. Die Europäische Kommission hat im letzten Jahr in ihrem ersten Rechtsstaatsbericht zum Ausdruck gebracht, dass wirkungsvolle, unabhängige nationale Menschenrechtsinstitutionen zum Kern des Rechtsstaats gehören. Das Institut hat sich seit dem Jahr 2000 entwickelt. Unter der Leitung von Heiner Bielefeld und Frauke Seidensticker hat es sich als unabhängiger Akteur etabliert. Es ist in der Politik anerkannt und es ist eng vernetzt mit der Zivilgesellschaft. Im Jahr 2009 wurde ihm die Aufgabe des Monitorings der UN-Behindertenrechtskonvention übertragen und im Jahr 2015 auch das Monitoring der UN-Kinderrechtskonvention, letzteres allerdings immer noch nicht verstetigt. Im Jahr 2015 ist das Institut auch noch näher an den Bundestag herangerückt durch das Gesetz über das Deutsche Institut für Menschenrechte, das der Bundestag erlassen hat, um den A-Status des Instituts zu sichern, um die Pariser Prinzipien umzusetzen. Und der Bundestag hat durch das Gesetz auch sich als weiterer Hüter der Unabhängigkeit des Instituts eingesetzt. Danke. Der Blick auf die Zukunft sagt aus unserer Perspektive, es wäre gut, wenn diese nähere Umsetzung, wenn diese nähere, größere Nähe des Instituts an den Bundestag sich auch in weiteren Verfahren umsetzte, etwa der Möglichkeit, in Anhörungen unaufgefordert Stellungnahmen abzugeben oder Möglichkeiten des direkten Zugangs, etwa bei Sachverständigenanhörungen. Ich möchte aber zum Schluss noch den Blick richten darauf, was sind eigentlich die grund- und menschenrechtlichen Herausforderungen, vor denen Deutschland steht. Das Institut sieht drei große Herausforderungen. Erstens ist es leider notwendig, die Gleichheit aller Menschen zu bekräftigen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Es geht uns darum, einen menschenrechtlichen Umgang mit den Verwerfungen durch Globalisierung von Wirtschaft, Handel und Finanzen zu erreichen, um den menschenrechtlichen Umgang mit sozialer Ungleichheit und gesellschaftlicher Exklusion, diesen entgegenzuwirken, genauso wie der Bekämpfung von Rassismus und anderen menschenverachtenden Ideologien, Hassrede und Gewalt. Es geht um geschlechtsspezifische Gewalt, als ein zentraler Auftrag an den Staat, Schutz zu gewährleisten. Und es geht um den Zugang für alle zu demokratischen und rechtsstaatlichen Prozessen. Die zweite Herausforderung ist es, den fundamentalen Wandel der Lebensgrundlagen menschenrechtlich zu gestalten.
Hier möchte das Institut dazu beitragen, dass die durch den Klimawandel notwendig werdenden Anpassungen sowie die Auswirkungen von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz menschenrechtlich gestaltet werden. Und drittens sehen wir eine Herausforderung darin, national und international die Menschenrechte und den Rechtsstaat zu stärken und zivilgesellschaftliche Freiräume zu schützen. Vorrangig wollen wir uns für den Erhalt und die Stärkung des internationalen Menschenrechtsschutzsystems einsetzen. Wir wollen die menschenrechtlichen Kernbereiche und rechtsstaatlichen Garantien in Deutschland verteidigen, insbesondere im Bereich der Asylpolitik und der Sicherheitsgesetzgebung. Und schließlich wollen wir gerade auch mit Blick und zusammen mit unseren Schwesterinstitutionen in Europa und weltweit gegen die Einschränkungen zivilgesellschaftlicher Handlungsspielräume und den Druck auf MenschenrechtsverteidigerInnen uns engagieren. Sehr geehrte Damen und Herren, Menschenrechte sind der Rahmen und die Orientierung für staatliches Handeln. Das Deutsche Institut für Menschenrechte möchte auch in der Zukunft mit seinem Rat dazu beitragen, dass Ihre Entscheidungen die Menschenrechte fördern und schützen in Deutschland und durch Deutschland, also in der Politik nach außen. Insofern freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen und danke Ihnen für Ihre Unterstützung für das Institut. Herzlichen Dank, Frau Dr. Rudolf. Dann starten wir in eine, und das möchte ich Sie bitten, kurze Fragerunde, denn wir haben ja einen Anschluss-Top noch unter dem gleichen Top 1. Und ich schaue zur Union, wer fragen möchte. Herr Dr. Zimmer, Sie haben das Wort. Bin ich jetzt auf laut? Ja, jetzt scheint es zu klappen. Entschuldigung, dass ich etwas später zugekommen bin. Das hatte damit zu tun, dass offensichtlich die Zugangsdaten zu dieser Broadcaster-Interaktio-Sitzung bei uns durch ein Büro versehen nicht vermerkt worden sind. Und deswegen habe ich nicht alles mitbekommen, was Beate Rudolf uns hier erzählt hat. Das, was ich mitbekommen habe, scheint mir indes aber ein sehr ambitioniertes Programm zu sein, sich um die Globalisierung zu kümmern, sich sozusagen um die zivilgesellschaftlichen Strukturen zu kümmern, sich um künstliche Intelligenz und die Auswüchse auf das Arbeitsleben dann auch noch zu kümmern. Und da will ich einfach nur vielleicht die Frage stellen, verehrte Frau Dr. Rudolf, ob man sich nicht damit etwas übernimmt und ob eine Konzentration auf wesentliche zentrale Fragen und natürlich, also das wäre mir ganz persönlich wichtig, eine Konzentration auf die Frage der Vermittlung menschenrechtlicher Kompetenzen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ob das nicht schon ausreichend genug wäre, wenn man sich den Personalstand dann anschaut. Man kann sich immer mehr wünschen und ich wünsche mir auch, dass das Institut dann einen höheren Personalstamm hat. Aber um das alles abfangen zu können, was Sie hier als Arbeitsprogramm skizziert haben, das erfordert sicherlich einen Aufwuchs, den wir so vermutlich nicht sehen werden. Und deswegen wäre meine Frage, ob nicht in der Beschränkung und in der Konzentration auf die Kernkompetenzen dann vielleicht nicht das die bessere Strategie wäre. Danke. Herzlichen Dank, Herr Dr. Zimmer. Dann von der AfD haben wir keine Wortmeldung vorliegen, deswegen Frank Schwabe für die SPD. Ja, ich will vielleicht auch nochmal nutzen, um herzlichen Glückwunsch zu sagen. Wir haben es ja schon im Deutschen Bundestag in der Debatte tun können. Ich freue mich, dass mit Dunja Mijatovic und Michael O'Flaherty sozusagen internationale Prominenz dabei ist, um einfach nochmal zu unterstreichen, was glaube ich wenige wissen in Deutschland, dass wirklich das DIMRE einen großen internationalen Ruf, eine große internationale Reputation hat und behalten Sie sich in der Tat Ihre Kritikfähigkeit. Wir müssen uns aufregen darüber, wenn wir Ihre Berichte lesen, sonst würde eigentlich irgendwie was schieflaufen. Zwei Fragen, weil ich weiß, dass insbesondere Dunja Mijatovic auch sehr interessiert ist an diesen Fragen. Das eine ist die Frage Lieferkettengesetz, das, was wir gerade in Deutschland machen, ist, glaube ich, ein Stück weit wegweisend. Da gibt es vielleicht unterschiedliche Einschätzungen. Wie würde man das eigentlich aus der europäischen Ebene betrachten? Und ich habe eine Frage noch zum Thema ECRI, also die Antirassismuskommission des Europarats. Inwieweit setzen wir eigentlich die Empfehlungen von ECRI um und was ist da eigentlich noch zu tun? Dann hat jetzt der Kollege Peter Heidt für die FDP das Wort.
Ja, vielen Dank. Es ist zunächst einmal sehr interessant, Frau Mijatovic, was Sie ausgeführt haben. Und ich finde, Sie haben zu Recht gesagt, dass auch Deutschland nicht immun ist gegen Menschenrechtsverletzungen. Und für mich hat oder für uns hat gerade die Pandemie gezeigt, wie schwierig das alles ist auf eine Demokratie, dass auch das Verständnis für eine Demokratie und für die Regeln nicht selbstverständlich ist. Und insofern schließt sich da die Frage an, was kann oder was sollte die Politik tun, um NGOs in ihrem Kampf für Rechtsstaatlichkeit und für Menschenrechte zu unterstützen? Ja, und an Professor Rudolf zunächst einmal ausdrücklich auch von den Freien Demokraten Glückwunsch für 20 Jahre sehr engagierte Arbeit, sehr wichtige Arbeit. Und ich kann das, was Sie eben gesagt haben, nur alles unterstreichen und vielleicht darauf ausgehend die Frage, wo sehen Sie die größten Defizite auf Seiten der Politik, um NGOs in ihrem Bemühen und um Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte zu unterstützen? Und schließlich an Herrn Direktor Flaherty, ich habe sehr gerne gesehen, dass Sie immer wieder auf das Schicksal von Sinti und Roma aufmerksam machen. Das ist auch für mich ein großes Anliegen. Gerade Deutschland hat ja da eine schlimme Geschichte, mehr als 70 Jahre nach der Vernichtung und Ermordung von mindestens 500.000 bis zu 1 Million Roma und Sinti durch die Nazis, werden ja Sinti und Roma auch heute noch diskriminiert, ausgegrenzt, leben teilweise in menschenunwürdigen Behausungen. Gerade Kinder leiden ganz aktuell auch unter der Corona-Pandemie. Und gerade in Osteuropa gab es ja Staaten, die sozusagen die Ausbreitung der Pandemie auf Sinti und Roma geschoben hat. Und insofern können wir erleben, dass es eine Zunahme von Hass und Hassverbrechen gibt gegenüber Sinti, Roma. Und da ist jetzt so meine Frage, was denken Sie, was könnte Deutschland tun, um hier und auch in anderen europäischen Ländern Sinti und Roma besser zu unterstützen und die Vorurteile gegen diese größte Minderheit abzubauen? Und was könnte auch die Grundrechtsagentur, wie könnten wir konkret der Grundrechtsagentur dabei helfen? Ja, vielen Dank. Dankeschön. Jetzt hat Frau Nastic für die Linken das Wort. Frau Nastic, noch können wir Sie leider nicht hören oder sehen. Kurzer Hinweis aus der Technik. Frau Nastic, ich glaube, Sie sind über ein iPad oder iPhone eingewählt. Ich würde Sie bitten, einen Laptop mit Google Chrome zu benutzen. Ich würde Sie in der Zwischenzeit bitten, für die Grünen den Beitrag zu leisten. Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage an Frau Mijatovic und dann an Frau Dr. Rudolf. Vielen herzlichen Dank für Ihre Eingangsworte, Frau Mijatovic. Ich wollte Sie fragen, Sie haben auf die Bedeutung der nationalen Menschenrechtsinstitute hingewiesen. Vielleicht können Sie uns aus Ihrer internationalen Erfahrung auch noch ein paar Tipps geben hier in Deutschland. Was können wir vielleicht von anderen nationalen Menschenrechtsinstitutionen lernen, wie wir unser deutsches Institut für Menschenrechte vielleicht noch mehr stärken können und damit auch die Menschenrechtsarchitektur stärken können? Gibt es also Best-Practice-Beispiele aus anderen Ländern, an denen wir uns orientieren könnten? Meine zweite Frage an Sie bezieht sich auf die Asyl- und Migrationspolitik. Da haben Sie sich ja immer wieder auch sehr eindeutig zu Wort gemeldet, auch deutsche Politik zu Recht kritisiert, wie ich finde. Da würde ich Sie gerne fragen, auch angesichts von Menschenrechtsverstößen in Lagern auf europäischem Boden, auch angesichts von illegalen und völkerrechtswidrigen Pushbacks, wie können politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zur Rechenschaft gezogen
vollzogen werden, insbesondere was völkerrechtswidrige Pushbacks angeht und in Bezug auf Frontex. Was muss passieren, damit die Arbeit von Frontex menschenrechtskonform ist? An Frau Dr. Rudolph die Frage, Sie hatten es kurz angesprochen, dass Sie sich auch zusätzliche Wirkungsmöglichkeiten wünschen würden, was auch die Kooperation mit uns hier im Deutschen Bundestag angeht, was die Zuziehung Ihrer Expertise im Gesetzgebungsprozessen angeht. Vielleicht könnten Sie das noch einmal ein bisschen konkretisieren, weil auch das für uns natürlich wichtig ist, für die Unterstützung, für die zukünftige Unterstützung Ihrer wichtigen Arbeit. Und auch von meiner Seite nochmal herzlichen Glückwunsch zu 20 Jahren. Dankeschön. Ich frage noch einmal an Frau Nastic, ob sich das Problem bereits beheben ließ. Ansonsten würde ich auch mit Blick auf die Zeit an unsere drei Gäste wieder zur Beantwortung abgeben. Gut, wenn das nicht der Fall ist, Frau Mijatovic, Sie haben ja einige Fragen erhalten, deswegen würde ich Sie bitten, und im Europarat kennen Sie das, und das habe ich jetzt nicht abgesprochen, aber ich würde Sie bitten, in maximal 3 Minuten die Fragen so gut wie möglich zu beantworten. Vielleicht sollten wir uns, was das angeht, auch ein Beispiel am Europarat nehmen, weil das deutlich besser strukturierungsfähig wäre. Frau Mijatovic, Sie haben das Wort. Thank you very much. Vielen Dank. Ich hoffe, dass ich das in 3 Minuten alles reinpacken kann. Zur ersten Frage von Herrn Schwabe. Ich glaube, Sie beziehen sich damit auf das Lieferkettengesetz, das mit Unternehmen und Menschenrechten zu tun hat. Und da möchte ich die Standards und die Empfehlung des Europarates hier anführen. Die Empfehlung des Ministerrates an Unternehmen, die 2016 verabschiedet wurde. Aber darauf basierend muss natürlich weiter zusammengearbeitet und diskutiert werden. Denn hier geht es ja auch um die Bereitschaft Deutschlands, Strafen zu verhängen für Unternehmen, die im Ausland bei Anbietern einkaufen, die die Mindeststandards an Menschenrechtsschutz nicht einhalten. Das wäre meine kurze Antwort dazu. Wenn es um gute Praxisbeispiele, Best Practices geht, das haben ja einige von Ihnen angesprochen. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass in einigen anderen Ländern sehr starke nationale Menschenrechtsinstitutionen und Institute existieren, die auch eine Klagemöglichkeit vor dem Verfassungsgericht haben. Und das haben wir auch Deutschland so empfohlen. Und das wäre ein sehr gutes Praxisbeispiel. Die Stärkung der Ressourcen von nationalen Menschenrechtsinstitutionen wäre ein weiterer Punkt, damit sie besser Öffentlichkeitsarbeit leisten können und jetzt ist der Ton leider weg. Im Device Settings. Ja. Ja, aber es ist alles auf. Ich kann sie nur nicht hören. Ich nehme an, ich habe kein Mikrofon über Laptop. Can I speak? Again, sorry. Frau Mijatovic, Sie haben wieder das Wort. Okay, because I heard there was somebody. Ja, ich habe da jemand anders reden gehört. Tut mir leid. Also, ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass es sehr bedeutsame Themen gibt und Punkte, was die Unterstützung von nationalen Menschenrechtsinstitutionen betrifft. Da geht es um die Anerkennung ihrer Arbeit. Und ich habe ja schon gesagt, es gibt sehr viel Respekt und Anerkennung für die Arbeit des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Aber es ist natürlich immer möglich, noch mehr zu tun.
um die Empfehlungen dieser Institute umzusetzen, um deren Stimmen zu hören, die ja manchmal auch sehr sensible, heikle Themen betreffen. Und klar, damit kann man schon sehr viel erreichen, aber wenn es um die Praxis in anderen Ländern geht, da ist es sehr schwer, das zu vergleichen von Land zu Land und von Institut zu Institut. Das Wichtigste ist auf jeden Fall, die Unabhängigkeit zu gewährleisten und die Institute ausreichend auszustatten, finanziell auszustatten, damit sie ihre wichtige Arbeit leisten können. Und dann noch ganz kurz zum Thema Migration. Das ist ein riesengroßes Thema. Das liegt bei uns ständig auf dem Tisch. Sie haben die Inseln angesprochen. Da war ich schon viele Male in Griechenland, um zu versuchen, etwas zu tun angesichts der Menschenrechtsverletzungen dort. Ich habe Empfehlungen abgegeben, nicht nur gegenüber Griechenland, sondern auch gegenüber der Europäischen Union. Ich habe um mehr Solidarität gebeten von Ländern, die sich weigern, sich an der Diskussion zu beteiligen. Und das halte ich für eines der größten Probleme in der EU derzeit, wenn es um das Thema Migration geht. Und das ist nicht nur ein Problem für die EU. Da gibt es auch andere Länder im Europarat, einschließlich des Westbalkan und der Westbalkanroute, die zunehmend problematisch wird. Das ist ein Thema, das ich weiterhin immer wieder ansprechen werde. Ich werde mit den nationalen Menschenrechtsinstitutionen zusammenarbeiten, auch mit Kommissar Johansson. Da hat es bereits Treffen gegeben, um zu sehen, was wir tun können, um die gegenwärtige sehr problematische Situation zu verändern, die wir auf den Inseln derzeit beobachten müssen. Und auch in den Ländern, die hier quasi an der Front sich befinden. Und auch um mit denen zusammenarbeiten zu können, die derzeit nicht willens sind, dieses Problem zu bekämpfen. Herr O'Flaherty, auch Sie haben Fragen erhalten. Deswegen würde ich auch Ihnen jetzt das Wort geben. Bitte maximal 3 Minuten. Ich weiß, es ist unheimlich schwierig, aber wir sind ein bisschen kurz in der Zeit. Wir freuen uns auf Ihren Beitrag. Vielen Dank. 3 Minuten und zwar zu allen Fragen, nicht nur die, die an mich direkt gestellt wurden. Erstens, die Agenda des DIMR ist eine umfassende Agenda. Man muss sich ja mit allen Themen befassen, einschließlich künstlicher Intelligenz und allen anderen. Das kann man nicht voneinander trennen. Wie können wir die Zivilgesellschaft unterstützen? Die Zivilgesellschaft braucht Zugang zu den Entscheidern. Das ist besonders schwierig geworden während Corona und es braucht ein entsprechendes regulatorisches Klima. Drittens Corona. Was kann man tun? Menschenrechte müssen ganz oben auf der Agenda bleiben für uns alle. Man muss mit der Öffentlichkeit arbeiten. Und bei den Sinti- und Roma-Strategien in allen Ländern das Thema ansprechen. Gute Praktiken international. Und jetzt gibt es leider Interferenzen, sodass eine Verdolmetschung nicht mehr möglich ist. Take the children. Bring the unaccompanied children away from the external borders and give them loving homes across the Union. Thank you. Herzlichen Dank für die kurzen und knackigen Antworten. Frau Dr. Rudolph, auch Sie haben 3 Minuten das Wort und wir sprechen ja auch im Anschluss noch mit Ihnen weiter. Deswegen würde ich uns alle bitten, in den darauf folgenden Fragen auch ein bisschen kürzer uns zu fassen. Sie haben das Wort. Herzlichen Dank. Zu der Frage von Herrn Zimmer. Ja, unser Programm ist ambitioniert, aber es spiegelt auch das wider, was die Herausforderungen sind, vor denen ja Sie als Bundestag stehen. Und wir haben den Auftrag, Sie dort zu unterstützen mit der menschenrechtlichen Expertise. Und natürlich fokussieren wir unter diesen großen Herausforderungen auf wesentliche Fragen und auch auf die Bereiche, wo wir der Auffassung sind, dass wir Kompetenzen haben, wo wir sie am besten unterstützen können. Herr Schwabe, zur Frage ECRI, was ist noch zu tun? Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz hat ja eine ganze Reihe von Empfehlungen an Deutschland gerichtet. Ich möchte hier hervorheben,
dass es wichtig ist, wenn wir uns mit Rassismus befassen, dass wir nicht alleine darauf schauen, dass Rassismus individuelle Einstellungen sind. Die müssen natürlich auch angegangen werden, sondern dass Rassismus sich eben auch niederschlägt in Verfahrensweisen von Institutionen. Und deshalb braucht es einen kritischen Blick aller staatlichen Institutionen auf sich selber. Das heißt beispielsweise bei der Polizei ein kritischer Blick auf anlasslose Personenkontrollen, wird da rassistisch diskriminiert, oder auch der Blick auf strategische Lagebilder, bilden sich dort rassistische Stereotype ab. Herr Haidt, zu Ihrer Frage, was brauchten NGOs an Unterstützung, die im Bereich Menschenrechte arbeiten? Zwei Dinge. Das eine ist, gerade die für Demokratie und Menschenrechte sich einsetzen, den Rechtsstaat in Deutschland verteidigen, brauchen dauerhafte Finanzierung. Wir brauchen nach dem Wegfall des Programms Demokratie leben eine dauerhafte Finanzierung, gerade für die Institutionen, die in diesem Feld arbeiten. Und zweitens, im Gemeinnützigkeitsrecht muss klar sein, dass der Einsatz für Menschenrechte ein gemeinnütziger Zweck ist. Und das bedeutet auch, und das ist der wichtige Punkt dabei, dass die Organisationen auf die politische Willensbildung, auf Parlamente und Regierungen Einfluss nehmen wollen und dass sie das dürfen, dass das nicht ihre Gemeinnützigkeit in Frage stellt. Denn das ist ein verkürztes Politikverständnis, was der wichtigen Rolle der Zivilgesellschaft nicht gerecht wird. Frau Bause, zu Ihrer Frage, wie könnte die Expertise des Instituts besser im Bundestag noch zum Tragen kommen? Vielleicht zwei Beispiele. Es gibt eine ganz unterschiedliche Praxis bei den Ausschüssen des Bundestages, ob unaufgeforderte Stellungnahmen zu Drucksachen werden des Ausschusses. Wir denken, dass es dem Bundestag gut anstünde, seine nationale Menschenrechtsinstitution, die Stellungnahmen, die auch unaufgefordert kommen, eben zu einem Bestandteil der Dokumentation des Ausschusses zu machen. Und wir fänden es auch perspektivisch gut, wenn es nicht in der Zukunft notwendig wäre, dass sich die Fraktionen einigen, auf wessen Ticket das Institut eingeladen wird als Sachverständiger, sondern wo das klar ist, das Institut des Bundestages, die unabhängige Institution, die eingeladen wird, und die Fraktionen können ihre eigenen Sachverständigen zusätzlich natürlich einladen. Das vielleicht in aller Kürze. Vielen Dank und danke für Ihre Glückwünsche an Sie alle. Herzlichen Dank, Frau Dr. Rudolph. Dann schließen wir jetzt den ersten Teil dieses öffentlichen Tagesordnungspunktes ab. Im Namen des gesamten Ausschusses möchte ich mich ganz herzlich sowohl bei Ihnen, Frau Mijatovic, als auch bei Ihnen, Herr O'Flaherty, bedanken, auch für Ihre Geduld, was die technischen Herausforderungen anbelangte. Vielen Dank für Ihre wichtige Arbeit und hoffentlich sehen wir uns bald und vielleicht zu einem anderen Anlass auch mal in persona wieder. Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag. Und würde jetzt den verbleibenden Mitgliedern in der Interaktio-Konferenz noch einmal nahelegen, bitte zu schauen, dass sie ihre Mikrofone aushaben, weil sobald das nicht der Fall ist, haben wir sofort eine Überlagerung. Und das gesagt habend, rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 1b und 1c. Das ist die Diskussion über die Berichte des Deutschen Instituts für Menschenrechte und die entsprechende Kenntnisnahme. Wir kommen erst zu den Unterrichtungen. Das ist sowohl einmal der Jahresbericht 2019 auf Bundestagsdrucksache 19/24/970 als auch den Bericht über die Entwicklung der Menschenrechtssituation in Deutschland im Zeitraum Juli 2019 bis Juni 2020, Bundestagsdrucksache 19/24/971. Frau Dr. Rudolph, da würde ich Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen etwas Zeit einräumen für kurze Stellungnahmen zu den Berichten. Und dann starten wir in eine wirklich kurze Fraktionsrunde mit Blick ins Plenum. Halten wir Sie auf dem Laufenden, wann wir hier passgenau unterbrechen. Frau Dr. Rudolph, Sie haben das Wort und ich würde vorschlagen, Sie geben das Wort weiter an Ihre Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie den Bedarf dazu sehen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich freue mich, den 5. Menschenrechtsbericht des Instituts heute vorzustellen. Herr Winfuhr, der stellvertretende Direktor, wird den Jahresbericht vorstellen. Und unsere Kollegen, Herr Dr. Palleit und Frau Surhoff, werden nachher für Fragen zur Verfügung stehen. Zum Menschenrechtsbericht.
Seit März 2020 stellt die Corona-Pandemie Deutschland wie alle Staaten der Welt vor einzigartige Herausforderungen. Der Berichtszeitraum endete am 30. Juni, sodass der Bericht keine umfassende menschenrechtliche Bewertung des bisherigen Umgangs des Bundes und der Länder mit der Pandemie leisten kann. Unser Bericht greift aber einige der Herausforderungen auf. Ich möchte hier nur zwei Aspekte nennen. Zum einen, menschenrechtlich betrachtet, war die Änderung des Infektionsschutzgesetzes im März 2020 wichtig, weil der Deutsche Bundestag es sich selbst vorbehielt, eine epidemische Lage von nationaler Tragweite zu erklären. Das war ein wichtiges Zeichen, dass Exekutive und Legislative gemeinsam für Schutz und Wahrung der Grund- und Menschenrechte in der Corona-Pandemie verantwortlich sind. Allerdings waren es dann seit März doch ganz überwiegend die Regierungen in Bund und Ländern, die verbindliche Regelungen erließen. Je länger die Pandemie andauert, desto dringlicher wurde und ist es, dass Bundestag und Landtage über die Maßnahmen zum Schutz der Menschen vor Corona entscheiden. Denn erhebliche Beschränkungen von Grundrechten sind wesentliche Entscheidungen, die der Gesetzgeber treffen muss. Die Reform des Infektionsschutzgesetzes im November 2020 war ein erster Schritt. Wir vermissen jedoch noch wichtige Präzisierungen angesichts der bisherigen Erfahrungen aus der ersten und aus der zweiten Welle. Beispielsweise sollte klargestellt werden, dass Eltern der Kontakt zu ihren kranken Kindern nicht verboten werden darf, weder im Krankenhaus noch bei häuslicher Quarantäne. Oder ein zweiter Punkt, die Triage. Auch hier war und ist der Bundestag gefordert. Er sollte über die Kriterien entscheiden, nach denen Menschen Zugang zu intensivmedizinischer Versorgung bekommen, wenn die vorhandenen Betten nicht für alle ausreichen. Insbesondere ist sicherzustellen, dass eine etwaige Entscheidung im Einzelfall nicht pauschal zu Lasten von älteren Menschen oder behinderten Menschen ausfällt. Sehr geehrte Abgeordnete, trotz der Corona-Pandemie bleiben natürlich menschenrechtliche Herausforderungen in anderen Bereichen bestehen. Der Menschenrechtsbericht hat sich schwerpunktmäßig mit zwei Themen befasst. Erstens Abschiebung und Krankheit. Der Bundestag hat ja zuletzt 2019 die Regelungen zur Abschiebung erkrankter Menschen verschärft. Wir haben das Thema aufgegriffen, weil aus der Praxis Hinweise auf schwerwiegende Schutzlücken kamen. Es ist klar, der Staat hat das Recht, Menschen abzuschieben, die nicht schutzbedürftig sind. Genauso klar ist, kranke Menschen dürfen nicht abgeschoben werden, wenn absehbar ist, dass sich ihr Gesundheitszustand durch die Abschiebung gravierend verschlechtern wird oder gar ihr Leben gefährdet ist. Und wir müssen festhalten, es gibt keine verlässlichen Daten für die Behauptung, Ausreisepflichtige würden in großem Umfang Krankheiten vortäuschen. Einige wesentliche Ergebnisse aus unserer Untersuchung, für die Frau Suhrhoff federführend war. In vielen Fällen ist es für Betroffene kaum möglich, den gesetzlich erforderlichen Nachweis zu führen. Wir haben vielfältige Hindernisse entdeckt, etwa Sprachbarrieren, kurze Fristen, die teilweise erheblichen Kosten für ein Gutachten. Und für Ärztinnen und Ärzte ist es schwierig, die erforderlichen Nachweise rechtssicher auszustellen. Wir weisen darauf hin, auch wenn Betroffene nach dem Gesetz darlegen müssen, dass sie krank sind, bleiben die Behörden verpflichtet, den Sachverhalt aufzuklären. Gibt es also ernstzunehmende Anhaltspunkte, dass durch eine Abschiebung eine erhebliche Gesundheitsgefahr oder gar Lebensgefahr entsteht, dann muss die Behörde umfassend prüfen, unabhängig davon, was für ein Attest vorliegt. Das ist derzeit nicht sichergestellt und deshalb empfehlen wir dem Bundestag, die Änderung der gesetzlichen Nachweispflichten in § 60a Aufenthaltsgesetz. Wir haben zahlreiche andere Empfehlungen. Ich nenne nur drei, Behörden auch während der Abschiebung sicherstellen, dass zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr oder Gesundheitsgefahr besteht. Das heißt, dafür muss sichergestellt werden, dass die ÄrztInnen, die einen Abschiebeflug begleiten, hinreichende Sprachkenntnisse haben, unabhängig sind und dass die Betroffenen ihre Rechtsvertreter und Rechtsvertreterinnen erreichen können. Die unabhängige Abschiebungsbeobachtung sollte ausgedehnt werden und die Abschiebung aus Krankenhäusern oder psychiatrischen Einrichtungen sollte bundesweit verboten werden. Der zweite Schwerpunkt unseres Berichts betrifft die Berufsausbildung von Jugendlichen mit Behinderungen. Denn die Berufsausbildung ist der Schlüssel zu ökonomischer Unabhängigkeit, zu selbstbestimmter Lebensgestaltung und zur Teilhabe am sozialen Leben.
Doch schätzungsweise 90% der Jugendlichen mit Behinderungen absolvieren eine Berufsausbildung in Sonderformen. Diese führen nicht zu anerkannten Abschlüssen, mit denen man dann auch auf dem regulären Arbeitsmarkt auch nur schwer eine Stelle findet. Das ist mit der Behindertenrechtskonvention nicht vereinbar. Unsere Untersuchung, die Herr Dr. Palleit und Frau Dr. Schröer-Hippel vom Institut durchgeführt haben, hat Rahmenbedingungen und Faktoren identifiziert, die einen Übergang zu einem inklusiven allgemeinen Ausbildungssystem für alle SchulabgängerInnen ermöglichen. Diese sind zu stärken. Ich möchte nur beispielhaft nennen, die Berufsorientierung in der Schule, die Jugendlichen mit Behinderungen die gleichen Optionen präsentieren muss wie Jugendlichen ohne Behinderungen. Die Ausbildungsgänge müssen durchgängig flexibilisiert werden und Ausbildungs- und Arbeitsstätten müssen barrierefrei werden. Das heißt Änderungen der Arbeitsstättenverordnung und entsprechende Reformierung der Landesbauordnungen. Und schließlich müssen Bund und Länder ihre Haushaltsmittel so einsetzen, dass ein effektiver Übergang zu einem inklusiven Ausbildungssystem für alle Schulabgängerinnen und Schulabgänger schnellstmöglich gelingt. So viel in aller Kürze und ich freue mich auf Ihre Fragen. Zunächst aber würde ich gerne das Wort an Herrn Windfuhr geben für die Präsentation des Jahresberichts. Ich rege nur an, wir haben hier bis maximal 3:10 Zeit, nur für Ihre Zeitplanung. Ich würde gerne noch 1-2 Fragen unterbringen, nur dass Sie Bescheid wissen, weil dann beginnt gleich die Aktuelle Stunde im Plenum. Können Sie mich jetzt hören? Ja, wir hören Sie. Super. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Der Jahresbericht, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, ist unsere Darstellung, wie und warum wir unsere Mittel wofür ausgegeben haben. Also gibt Rechenschaft über unser Institut ab. Ich will zunächst über die Finanzen sprechen. Wir haben im Jahr 2019 6 Millionen Euro ausgegeben. Davon ist etwas mehr als die Hälfte, 51%, institutionelle Förderung. Das ist die, die wir seit Anfang an bekommen haben, mit den Mitteln für die Monitoringstelle BRK und vor allen Dingen dem Zuwachs, den wir durch Sie 2019 bekommen haben, haben wir jetzt etwas über 3 Millionen Euro. Wir haben gleichzeitig etwa 3 Millionen Euro für Drittmittelprojekte eingeworben. Es sind etwa 30 Projekte, die auch alle namentlich aufgeführt sind in unserem Bericht. Da viele dieser Projekte finden statt auf Nachfrage durch Bundes- oder Landesbehörden. Wir haben aber auch Projekte, wo wir direkte Unterstützung bekommen, zum Beispiel um den Vorsitz der Globalen Allianz Nationaler Menschenrechtsinstitutionen durchzuführen. Oder wir haben auch Anfragen für einzelne Beratungsdienstleistungen. Es ist uns gelungen, sowohl die institutionellen Mittel wie auch die Projektmittel ordnungsgemäß abzurechnen. Alle Prüfungen des Jahres 2019 waren positiv, haben uns bestätigt, dass wir sparsam und sachgemäß unsere Mittel verwendet haben. Das hat uns sehr gefreut. Ich möchte darauf verweisen, dass wir allerdings in dem Bereich der sozusagen Projektmittel einige Tätigkeiten finanzieren, die eigentlich zu den Daueraufgaben gehören, wie zum Beispiel die Monitoringstelle Kinderrechte oder auch weitere Monitoringfunktionen, die wir nehmen und dass wir tatsächlich Bedarfe hätten, sowohl im Bereich der Forschung von Problemlagen, dem regelmäßigen Monitoring, wie auch bei juristischen Analysen durchaus mehr freie Mittel zur Verfügung zu haben. Das ist das, was die Frau Michatowitsch angesprochen hat, dass man dort mehr tätig werden könnte. Die Ausgaben erklären Ihnen auch auf Seite 75, welches Geld in welche Abteilung fließt, sodass Sie einen Überblick bekommen, wo unsere Schwerpunkte der Ausgabenstruktur dann liegt. Inhaltlich zum Schluss 2-3 Hinweise. Wir hatten bis 2019 den Vorsitz in der Globalen Allianz Nationaler Menschenrechtsinstitutionen und wir haben uns ja sehr intensiv um die Gründung der europäischen wie der internationalen Netzwerke sowie den Ausbau gekümmert. Das haben beide externen Gäste ja auch schon hingewiesen. Das ist jetzt Gott sei Dank oder erstmal vorbei, aber ich glaube, wir haben das sehr erfolgreich abgeschlossen. Das Zweite ist, wir geben Ihnen im Jahresbericht auch immer einen Überblick, was wir alles so gemacht haben. Wir haben fast 60 Veranstaltungen, fast 80 Publikationen, davon fast 30 externe, also ein breites Spektrum. Alles ist aufgeführt, wird dokumentiert. Hinweisen möchte ich nochmal, dass wir im Jahr 2019 eine eigene Veranstaltungsreihe gemacht haben zu Menschenrechten, sozusagen als Inspirationsquelle der friedlichen Revolution angesichts 30 Jahre Wiedervereinigung. Da haben wir viel mit der Stasi-Unterlagenbehörde und Herrn Jahn zusammen gemacht.
Inhaltlich sagt der Jahresbericht immer, was jede Abteilung so macht. Sie können dann nochmal vertieft in die Themen hineinsteigen. Das hätte ich jetzt gemacht, aber aus Zeitgründen lasse ich das mal weg. Ich will am Ende vielleicht nochmal darauf hinweisen, dass auch uns als Institution natürlich Corona ereilt hat. Wir haben es geschafft, im Jahr 2020 tatsächlich unsere Mitarbeiter weitgehend ins Homeoffice zu schicken oder sie dort auch technisch ausrüsten zu können und sozusagen weiter zu funktionieren, auch durch viele elektronische Veranstaltungen. Wir merken aber auch jetzt, das muss ich sagen, dass im Jahre 2021 wir vorsichtig sein müssen, das ganze Rad nicht zu überspannen, weil die Belastung für viele Mitarbeitende mit oder ohne Kinder doch sehr hoch ist. Und wir merken, wir können nicht fast immer so weiterlaufen, als wäre alles wie immer. Das ist etwas, was uns sicherlich zwingt, über das ein oder andere Programm oder Projekt nachzudenken. Wir kommen bislang aber ganz gut durch die Krise, obwohl wir die ja auch noch mit einigen Stellungnahmen selber uns zu weiterer Arbeit angeführt hat. Ich wollte das nochmal sagen, um zu sagen, auch das ist für so ein Institut wie unseres natürlich eine wichtige Rahmenbedingung. Schließen möchte ich mit einem herzlichen Dank dafür, dass wir die Mittel bekommen, sowohl die Bereitstellung des Bundeszuschusses der institutionellen Förderung, als auch, dass wir doch immer es uns gelingt, genau bis zum Maximum, die Hälfte unserer Mittel dürfen Drittmittel sein, laut Pariser Prinzipien, schaffen dafür auch Drittmittelprojekte einzuwerben oder für entsprechende Projekte angefragt zu werden. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Windfuhr. Wir haben Zeit für eine Frage. Und ich frage mal in die Runde, wer das gerne machen möchte. Peter Heidt, FDP, war der Schnellste. Ich bedanke mich ganz ausdrücklich für diesen Bericht. Ich stelle jetzt keine Fragen. Ich bin sehr dankbar für Ihre klaren Worte, was die Parlamentsbeteiligung angeht. Und wir werden von den Freien Demokraten bilateral auf Sie zukommen. Vielen Dank. So, dann haben wir noch eine Kommentierung von Frank Heinrich, CDU. Also ich hätte ähnlich wie Herr Heidt angefangen mit einem Dank. Auch, dass Sie gerade in der Krise, auch wenn es nicht in erster Linie das Thema war, differenziert reagiert haben, an ein paar Stellen kritisch, im was wir besser machen müssen, aber auch gesehen haben, dass wir, dass Sie zum Beispiel das Thema Versammlungsfreiheit sehr deutlich als gute rechtsstaatliche Reaktion wahrgenommen haben. Also danke für das. Und auch ich hätte hingeschrieben, hinter dieses Treffen mit uns bitte keinen Punkt oder ein Ausrufezeichen machen, sondern 3 Punkte to be continued. Das kann ich nur unterstützen. Frau Dr. Rudolph, da der Bericht von Ihnen und Ihrem Institut kommt, das Sie leiten und das Team dahinter, würde ich mit Erlaubnis des Ausschusses Ihnen die letzten 3 Minuten bis zur Unterbrechung der Ausschusszeit noch einmal einräumen. Vielleicht gibt es noch Dinge, die Sie vorhin gerne noch hätten ergänzen wollen. Und dafür halten wir jetzt noch ungefähr 3 Minuten Zeit. Ja, ich möchte vielleicht anfangen zunächst mal mit einem Dank an Sie, also den Ausschuss, dass Sie es auch unter den Bedingungen von Corona möglich machen und das Institut wertschätzen würdigen in dieser Veranstaltung, auch mit auswärtigen Gästen. Ich habe das in meinem Vorsitz des Weltverbandes an vielen Stellen erlebt, wie die Parlamente, wie stolz sie sind auf ihre nationalen Menschenrechtsinstitutionen und die Jubiläen feiern und dass das heute auch so gelungen ist. Dafür ein ganz herzlicher Dank. Ich möchte auch nochmal den Blick zurückrichten. Ich habe ja einige Namen genannt, derer, die in der Gründungsphase wichtig waren. Ich habe viele nicht genannt aus der Zivilgesellschaft, möchte das aber hier auch tun, weil letztlich die Schaffung des Instituts, auch die Einstimmigkeit im Bundestag beruht auf einem Konsens zwischen den Abgeordneten im Jahr 2000 und der Zivilgesellschaft, dass es Deutschland gut ansteht, eine unabhängige nationale Menschenrechtsinstitution zu haben. Und ich möchte auch danken dafür, dass das über die Jahre auch mit dem Bundestag in den verschiedenen Zusammensetzungen so weitergeführt worden ist. Ich glaube, wir werden in vielen Punkten uns weiter auch natürlich miteinander auseinandersetzen, konstruktiv. Das ist aber auch Teil unserer Aufgabe. Und ich glaube, was wir heute gehört haben von den internationalen Gästen, ist, dass auch die Staaten in Europa, aber auch weltweit, auch auf Deutschland schauen und fragen, wie die nationale Menschenrechtsinstitution in Deutschland arbeitet, was andere Staaten davon lernen können, aber auch, dass wir in Deutschland lernbereit sind, lernwillig sind, weil letztlich geht es in allen Staaten der Welt um die Verwirklichung der universellen Menschenrechte, die uns allen gemeinsam sind und die überall in verschiedener Weise herausgefordert sind, gefährdet sind oder massiv verletzt werden.
Und vielleicht als allerletztes Wort, das möchte ich hier auch in dieser Runde tun. Ich möchte allen danken, die im Institut und für das Institut gearbeitet haben in den 20 Jahren und hoffe, dass wir alle auch in der Zukunft weiter gut zusammenarbeiten, denn letztlich geht es um das Kernversprechen unserer Verfassung, die in Artikel 1 des Grundgesetzes niedergelegt ist, der Schutz der Menschenwürde, die sich in den Menschenrechten und in den Grundrechten des Grundgesetzes widerspiegelt. Insofern ganz herzlichen Dank und für alle die, die noch in Einzelpunkten sich mit uns auseinandersetzen wollen zu den verschiedenen Berichten, sind herzlich eingeladen, mit uns ins Gespräch zu kommen, gerne auch über die Arbeitsgruppen in den Fraktionen. Wir sind gerne bereit, mit Ihnen weiter im Austausch zu sein und freuen uns, wenn wir weiter von Ihnen angefragt werden. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Frau Dr. Rudolph. Auf die bilateralen Gespräche oder weiteren Runden zu einigen Themen, die Sie auch angesprochen haben, die im Bericht auch genannt sind, kommen wir sicherlich an geeigneter Stelle auch zurück. Danke für Ihre Arbeit, danke auch für die Ausführungen zu beiden Drucksachen und auch zu beiden Berichten, die wir hiermit auf den entsprechenden Bundestagsdrucksachen auch hier formell zur Kenntnis genommen haben. Das war der letzte Teil zum Tagesordnungspunkt 1c. Dann unterbreche ich hiermit jetzt die Sitzung. Das ist auch die entsprechende Unterbrechung oder der Abschluss des öffentlichen Tagesordnungspunktes. Und alle, die nachher wieder hier in den Raum kommen, nutzen dann bitte auch an die Kolleginnen und Kollegen in den Fraktionen den WebEx-Zugang. Danach geht es dann nicht öffentlich weiter. Herzlichen Dank an die Technik und ich unterbreche die Sitzung bis zum Ende der Aktuellen Stunde im Plenum.